Amen, 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 Halleluja. Vielen Dank, Annette, das war sehr schön. Und preis den Herrn. Es ist so wunderbar, uns diese Zeit nehmen, um Gott loben und preisen. Und ja, nicht vergessen, wenn wir Lobpreis machen, wir machen ihn groß. Wir machen keinen Mensch groß, wir machen ihn groß. Und das ist genau, was wir wollen. Wir machen ihn groß machen. No, manchmal wir fokussieren uns zu viel an das Problem und sprechen zu viel über das Problem. Und was machen wir? Wir machen das Problem ganz groß. Und unser Gott bleibt ganz klein. Und was wird ein Resultat sein? Du hast ein großes Problem. 1 + 1 = 2. No, und das ist so. Aber was passiert, wenn du in Mitte einer total unmöglichen Situation auf dem Wort Gottes stehst und bleibst und Gott einfach sagst, Vater, ich kann das nicht machen, aber du ja. Und du lobst ihn und preist ihn und machst ihn groß. Was passiert? Dein Problem wird ganz klein, Gott wird ganz groß und was passiert? Natürlich, es wird sich lösen. Amen. So ist es. No, aber was machen wir so oft? Wenn die Sachen schief laufen, was machen wir? Ja, was wird dein Resultat sein? No? Und wir müssen lernen, uns an ihn zu fokussieren. Vater, größer ist der, der in mir ist, der als der, der in der Welt ist. Du bist größer, Vater. Du bist größer als diese Situation. Du bist größer als jede Krankheit, als jeder Virus. Der Name Jesu ist über alle Namen und dieser Name gehört mir. Und ich werde es benutzen. Halleluja. Wir danken dir, Herr. Preis den Herrn. Guten Morgen, meine Lieben. Schön, hier zu sein. Und ja, wir werden weiter über unseren Thema sprechen, den wir schon in den letzten 2 Sonntagen auch gesprochen haben. No, wir sind Gottes Nachahmer. Gottes Nachahmer. Und das ist Teil Nummer 3. Und wir haben diesen Vers gelesen in Epheser Kapitel 5, Vers 1, wo es steht, dass wir Nachahmer Gottes sein sollen. Und das Erste, das nach diesem Satz sagt, Vers 2, ist, indem wir in Liebe wandeln. Warum? Weil Gott ist Liebe. Und das habe ich sehr oft gesagt und sage ich immer, Gott hat keine Liebe. Er ist Liebe. Und weil er Liebe ist, hat er die auch. No? Aber er ist Liebe. Er ist die Quelle der Liebe. In anderen Wörtern, er hat es erfunden. No. Es kommt von ihm. No? Und alles, was er sagt, alles, was er macht, ist aus Liebe. Deshalb die Bibel ist Gottes Liebesbrief zu uns. Das ist ein Liebesbrief, weil er ist Liebe. No? Und wenn du je mehr du sein Wort liest, wirst du erkennen, wie liebevoll er ist, wie viel er dich liebt und welche große Pläne er für dich hat. No? Und es ist wirklich sehr wichtig zu verstehen, no? Dass wirklich Gott so liebevoll ist und so gut ist, wie wir das immer sagen, Jesus erleben, Jesus vorleben. No, und zuerst, um wirklich Gottes Nachahmer zu sein, du musst erst ihn kennenlernen, mit ihm wandeln, weil wie wärst du jemand, wie ich das auch schon in den letzten 2 Sonntagen gesagt habe, wie kannst du jemanden nachmachen, den du nicht kennst? Geht nicht. Weil nachmachen bedeutet, ich mache jemanden nach, wie er ist. Und um das zu machen zu können, ich muss ihn kennen. Weil sonst was will ich nachmachen? No? Sonst wirst du ihn nicht nachmachen, dann wirst du dich nachmachen. Nicht ihn oder jemand anders. Und das ist die Sache. Und wenn wir Gottes Nachahmer sein wollen, erstens müssen wir eine enge Beziehung mit ihm haben. Ihn wirklich kennenlernen. Wissen, wie er liebt. No? Weil da steht in Epheser 5,1,
seid Gottes Nachahmer und im nächsten Vers, indem ihr in Liebe wandelt. Aber in welcher Liebe? In seiner Liebe natürlich. No? Weil diese Liebe Gottes wurde schon in unserem Herzen gegossen. Und das haben wir auch letzten Sonntag gesprochen. No, diese Liebe Gottes ist in dir, das ist deine neue Natur. Und wie das auch in Johannes sagt, wir sind aus Gott geboren, als du neu geboren worden bist. Du hast jetzt seine Natur. No? Du bist kein Kind Gottes jetzt, weil du viele gute Sachen gemacht hast. Nein, du bist in seiner Familie geboren. Warum hast du den Nachnamen, den du hast? Hast wahrscheinlich viel gebetet darüber, oder? Nein. Hast du viele Überstunden gearbeitet, um diesen Namen zu bekommen? Auch nicht. Hast du viele Zehnten gegeben? Auch nicht. Was hast du gemacht? Einfach reingeboren in der Familie. Oder? Ich habe meinen Namen aus Geburt. Ich habe nichts gemacht mit eigener Anstrengung oder Kraft, um meinen Namen, den in meinem Personalausweis steht, zu bekommen. Ich bin einfach nur reingeboren. Und meine Kinder auch. No? Ich habe meinen Kindern nicht gesagt, okay, jetzt qualifizierst du. Bumm, mein Name. Nein, du nicht. Nein, das passiert nicht. Die sind einfach reingeboren. Und dann wurden die plötzlich Körner. Bum. Und du bist in seiner Familie, Gottes Familie, reingeboren. Durch Jesus Christus, du bist drin. Und das bedeutet, du hast sein DNA. Du hast sein Liebesstrom in dir. Vielleicht benutzt du das nicht so oft, aber es ist in dir. Ich habe auch Sachen manchmal, die ich habe, aber ich nicht benutze. Oder? Habt ihr was zu Hause, dass ihr es habt, aber ihr benutzt es nicht? Ja, wir haben alle Sachen, die wir zu Hause haben und die hängen schön da an der Garderobe oder was auch immer. Wir haben das vor 3 Jahren gekauft und einmal benutzt. No? Oder was auch immer. Und dann meine Frage ist, warum habe ich das wirklich gekauft? Ich benutze es kaum. No? Aber ich hab's. Und im Geistlichen ist es genauso. Wir haben es. Wir sind drin in der Familie Gottes. Liebe ist in deinem Herzen gegossen. Aber hab das nicht in deiner Garderobe. Wir müssen es benutzen. Wir müssen diese Liebe fließen lassen. Und das machen wir aus Glauben. Alles ist aus Glauben mit Gott. Alles. Nicht aus Gefühlen. Ja, ich fühle heute. Heute will ich lieben. Und am nächsten Tag, oh, heute fühle ich nicht. Heute liebe ich nicht. Nein, so geht die Sache nicht. Dann vergiss es. Dann wirst du nie lieben. No, weil wenn wir die Gefühle folgen, dann wird dein Leben ein Achterbahn sein. Aber wenn du deinen Glauben folgst, wenn du folgst, was hier steht, die Bibel, vergiss es, dann ist dein Leben konstant. Dann geht es nur aufwärts. Und das ist genau, was wir wollen. Amen. Wir wandeln bei, was wir wissen. Wir wandeln bei, wer wir sind. Wir sind Kinder Gottes. Und wie ich das auch letzten Sonntag gesagt habe, no, und ich erstaune, wie die Tiere in diesem Sinne keine Verwirrung haben. Die wissen genau, wer sie sind. Ein Pferd weiß genau, dass er ein Pferd ist. Die machen kein wow, wow, wow. Ich habe nie ein Pferd gesehen, das wow, wow macht. Nie. Also ich habe sehr viele Pferde gesehen in meinem Leben. No, mein Onkel hatte sehr viele Pferde dort in Peru und fast jeden Wochenende habe ich Pferde geritten und was auch immer. Und ich habe nie ein Pferd gesehen, das mir plötzlich wow, wow gemacht hat oder miau. Ah, der hat immer, warum? Er ist ein Pferd. Die Pferde haben keine Verwirrung. Die Hunde auch nicht. Wir haben auch ein paar Katzen. Und von diesen Katzen, keiner von diesen Katzen hat wow, wow mal gemacht. Die haben immer miau gemacht. Warum? Die sind Katzen. Die wissen genau, wer sie sind. Und wir sind Christen. Wir sollten wissen, wer wir sind.
Und als Kinder Gottes, wir sind voller Liebe. Und was sollten wir machen? In Liebe wandeln. Na, und wie ich das auch letzten Sonntag gesagt habe, nicht in Liebe zu wandeln, ist für einen Christ gegen seine Natur zu wandeln. Und das sollte wirklich sehr schwer sein. Für einen Christ ist es viel einfacher, in Liebe zu wandeln, als nicht in Liebe zu wandeln. Amen. Aber die Sache ist, wir müssen lernen als Christen, dass unser Geist jetzt, der voll dieser Liebe ist, regieren soll. Weil jetzt regiert nicht mehr unsere Seele, jetzt regiert nicht mehr unser Fleisch, jetzt regiert oder muss unser Geist regieren. Und dieser Geist in uns ist voll der Liebe Gottes. Halleluja. Und jetzt bewegen wir uns nicht mehr bei Gefühlen, jetzt bewegen wir uns nicht mehr bei was wir sehen, wir bewegen uns bei was wir wissen. Ich weiß und glaube was mit meinem inneren Menschen, mit meinem Geist. Ich bin ein Kind Gottes, ich weiß, wer ich bin. Gott liebt mich, Gott hat große Pläne für mich und ich will ein Segen sein für die Menschen ringsherum von mir. No, glaubt auch nicht, dass ich jeden Tag, jeden Morgen aufstehe mit dem rechten Fuß und jetzt werden wir alle lieben. No, manchmal stehe ich auch mit dem linken Fuß und aber ich sage, nein, ich bewege mich nicht bei, was ich fühle. Egal, was ich fühle, regnet oder nicht regnet, mein Gott ist immer Gott und er ist groß und seine Liebe ist in mir. Ich bin sein Sohn, fühle ich oder fühle ich nicht. Ich bin sein Sohn. Und ich will, und ich habe mich entschieden für Jesus und ich werde in Liebe wandeln. Ich werde sein Reich in dieser Welt erweitern. Ich will das machen und ich werde es machen und ich habe mich so entschieden und so wird es sein. Egal was ich sehe, egal was ich fühle, ich weiß, wer ich bin. Meine Frage zu euch ist, wisst ihr, wer ihr seid? Jetzt, ihr seid nicht diese Person, die im Spiegel steht. Ihr seid der Geist, der drin ist. Und er ist immer hoch. Warum? Da wohnt der Heilige Geist. Und je mehr wir uns identifizieren mit unserem Geist, mit diesem Leben von Gott, der in uns ist, dann werdet ihr immer hoch sein. So ist es, oder nicht? Ja. Aber leider identifizieren wir uns noch zu viel mit dem äußeren Menschen. Und dieser geht rauf und runter, links und rechts. Ist total unstabil. Und deshalb haben wir noch so viele Christen, die total unstabil sind und leben. Aber wir können lernen, Halleluja, lernen, in ihm zu wandeln, lernen, zu wissen, wer wir sind und was Gott in uns schon gemacht hat. Und weil wir müssen das begreifen, meine Lieben, er wird das nicht irgendwann machen. Er hat es schon gemacht. Deshalb sind wir schon seine Kinder. Sonst würden wir noch nicht seine Kinder sein. Und wir sind schon seine Kinder. Er ist schon in uns. Seine Liebe ist uns schon in uns. Aber wir müssen uns was entscheiden. Und deshalb sage ich immer, Liebe oder in Liebe zu wandeln, ist keine Gefühlssache, ist eine Entscheidung. Mich entscheiden, in das zu wandeln, in wer ich jetzt bin. Deshalb musst du genau wissen, wer du bist. Halleluja. Und ich sage euch, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wer der Teufel uns sagen, wer wir sind. Und das natürlich wird eine Lüge sein. Deshalb ist es sehr wichtig, wir müssen wissen, wer wir sind. Wir müssen uns total mit Jesus identifizieren, weil er jetzt in uns lebt. Und das ist nicht nur für einen Gottesdienst. Das ist auch für Montagmorgen, wenn du aufstehst zur Arbeit. Das ist auch am Dienstag, wenn du Mittag isst. Das ist auch am Mittwoch,
wenn du ins Bett gehst abends nach einem langen Arbeitstag. Das ist auch für Donnerstag, Freitag, Samstag und natürlich zurück am Sonntag. Das ist nicht nur für sonntags. Das ist keine Religion, das ist kein Spiel. Das ist ein Lebensstil. Wir sind seine Kinder. Amen. Halleluja. Ich bin Sohn meines natürlichen Vaters hier auf der Erde, jeden Tag, nicht nur sonntags, oder? Ja. Ich habe das auch gemerkt. Ich bin Körner auch mittwochs. Nicht nur sonntags oder samstags. Montag bis Sonntag, 24 Stunden am Tag. Übers ganze Lebensjahr. Halleluja. Oh, und Gott ist so wunderbar. Aber und je mehr, deshalb sage ich euch noch, und manchmal sagen Leute, noch, und ich habe das so oft gehört, ja, Theo, das ist wirklich anstrengend. Ist es wirklich? Mit Gott zu wandeln, ihn zu lieben, ist es wirklich anstrengend? Stell dir vor, wenn dein Sohn zu dir kommt und sagt, Vater, ich liebe dich, aber Mann, es ist so anstrengend wirklich mit dir zu sein und ich muss dich wirklich lieben. Stell dir vor, wenn dein Sohn dir das sagt, dann sagst du, wirklich? Du würdest dich so schrecklich fühlen. Was für ein schrecklicher Vater bin ich, damit mein Sohn sich anstrengen muss, zu mir zu kommen und mir sagen müssen, dass er mich liebt. Zu viel Stress, wirklich? Nein, das sollte ein Genuss sein, ein Privileg, oder? Mit Papa und Mama sein, preis den Herrn, das ist kein Stress. Oder oh, ich muss mich, das ist super, das ist Teil von mir. Ohne das wird es viel schwieriger sein in meinem Leben. Und mit unserem himmlischen Vater zu wandeln, ihn anzusprechen, sein Wort zu lesen, ihn kennenlernen und in seiner Liebe zu wandeln, das ist doch kein Stress. Das ist Teil von wer wir sind. Amen. Weil wenn das wirklich ein Stress ist, dann hast du keine Ahnung, wer du bist und du liebst wirklich Gott nicht. Amen, so ist es. Weil es ist kein Stress, mit jemand zu sein, den du wirklich liebst. Es ist kein Stress. Das Gegenteil. Es ist ein Genuss, es ist ein Privileg, es ist super. Du kannst es nicht warten, bis du mit dieser Person bist, oder? Wenn du dieser Person wirklich liebst. Ist kein Stress. Ist genau das Gegenteil. Halleluja. Halleluja. Könnt ihr das verstehen? Und mit Gott zu wandeln und in Glauben zu wandeln. Was bedeutet in Glauben zu wandeln? Ihm vertrauen, auf sein Wort stehen, weil wir ihn vertrauen, weil wir ihn lieben, weil wir eine Beziehung zu ihm haben. Das sollte doch kein Stress sein. Amen. Und je enger du mit ihm wandelst, ich sag dir ja, desto besser wird es dir gehen. Halleluja. 1. Korinther, Kapitel 13. Oh, ja. Erster Korinther, Kapitel Nummer 13. Wir können anfangen mit 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 31. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 31. Und hier in Kapitel 12 von 1. Korinther lesen wir die Manifestationen des Heiligen Geistes, die Werke des Heiligen Geistes, wie er uns benutzen will,
um ein Segen zu sein für andere. Und dann am Schluss dieses Verses, dieses Kapitels, im Vers 31, sagt Paulus: Eifert aber um die größeren Gnadegaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. No, und eine andere Übersetzung sagt: Und ich zeige euch noch einen noch höheren oder viel besseren Weg. Und im Vers 13 fängt er an, über die Liebe zu sprechen. No, nicht, dass die Gaben des Heiligen Geistes nicht wichtig sind, die sind super, super, super wichtig. Und wir wollen diesen Gaben fließen, um ein Segen zu sein für das Leib Christi. Aber im Kapitel 13, Paulus fängt an, über die Liebe Gottes zu sprechen und erklärt uns: Wir können vieles machen, hier und jenes und was auch immer, aber ohne Liebe gibt es nichts. Ohne Liebe ist wie ein ganz tolles Instrument zu haben, aber wenn du anfängst, diesen Instrument zu benutzen, ist total, wie sagt man das, unscharf oder wie sagt man das, klingt total schlecht. No? Klingt total schief, schlecht, also hat keinen Klang. No? Egal wie schön dein Instrument ist, wenn kein Klang oder kein guter Klang daraus kommt, dann kannst du es benutzen einfach für Dekoration für dein Zimmer oder was auch immer. Kannst wirklich dieses Instrument für Musik nicht benutzen. Und das ist hier, was Paulus in Kapitel 13 erklärt. No, wir können in Vers 1 anfangen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, no, oder in Zungen, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Das ist, was ich meine. Und wenn ich Weissagung habe, no, und Prophezeien für die Menschen und was auch immer, und bewege ich mich mit den Gaben des Heiligen Geistes, no, und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, preis den Herrn, aber keine Liebe, so bin ich nichts. Da steht gar nicht mal, da bin ich nur ein bisschen, ne, da bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung den Armen gebe, austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Nada, zero, null. Weil es gibt auch ein Vers, das sagt, dass jeder Schritt außerhalb der Liebe ist wirklich Sünde. Weil außerhalb der Liebe, weil wir müssen das verstehen, meine Lieben, Gott ist Liebe. Okay? Und alles, was Gott sagt, alles, was Gott macht, ist inspiriert aus dieser Liebe. Und alles außerhalb von dieser Liebe hat nichts mit Gott zu tun. Weil Gott ist Liebe. Und deshalb ist es sehr wichtig für uns als Christen, uns in diesem Bereich zu bleiben. Weil wenn du außerhalb dieses Bereiches bist, du bist im, wie könnten wir sagen, im Teufelsland. Nicht Niemandsland, das ist schon Jemandsland. Ist Teufelsland. Und das ist das Gefährliche. Außerhalb der Liebe, da bist du in Teufelsterritorium. Und was macht der Teufel? Er stehlt, er zerstört und er tötet. No. Und das sollten wir uns nicht erstaunen, wenn solche Sachen passieren. Deshalb ist es so wichtig, in dieser Liebe zu wandeln, in seiner Liebe zu bleiben. Und jetzt hier in Vers 4 fängt es an,
Und hier erklärt Paulus sehr, sehr gut über die Liebe Gottes, die Verse 4, 5, 6 und 7. Und er erklärt, was die Liebe ist. Und Vers 8. Und hier sehen wir erstens, wie Gott uns liebt. No, weil das sind die Eigenschaften der Liebe Gottes. Das bedeutet erstens, das ist so, wie er liebt. Er liebt uns genau so. Und so erwartet auch der Herr, dass wir auch so lieben. Aber das sagen manche, ja, aber Gott ist Gott, ich bin nicht Gott. Ja, aber er lebt in dir. Und seine Liebe hat in deinen Herzen gegossen. Also du hast dieselbe Fähigkeit wie Gott zu lieben, wenn wir uns dafür entscheiden. Und dann können wir in Vers 4 anfangen. Und hier steht, die Liebe ist langmütig. Oder in anderen Wörtern, andere Übersetzung sagt, ist geduldig. Jetzt eine Frage. Wir haben gelesen, dass die Liebe Gottes wurde in unserem Herzen gegossen. Also die Liebe Gottes ist in deinem Geist schon drin. Und eine der Eigenschaften der Liebe ist Geduld. Also eine Frage, hast du schon Geduld oder noch nicht? Ja. Nein, ja. Die ist in dir. Amen. Wir haben es gerade gesagt. Wir sehen hier in 1. Korinther Kapitel 13 die Eigenschaften der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes wurde in unserem Herzen durch den Heiligen Geist gegossen. Ist schon in uns. Und die erste Eigenschaft, die erwähnt ist, Geduld. Wie oft sagen wir, oh Herr, ich habe keine Geduld. Gib mir mehr Geduld. Mein Kleiner, ist schon in dir. Benutz, was du hast. Die hängt in deiner Garderobe, in deiner geistlichen Garderobe. Kannst ab und zu mal holen und benutzen. Und aber ihr müsst verstehen, mein Lieben, alles, was Gott uns gegeben hat, auch seine Liebe in uns, wird effektiv in unserem Leben durch Glauben. Alles ist durch Glauben. Wie empfängst du Heilung? Durch Glauben. Wie empfängst du Segen in deinem Leben, in Finanzen oder was auch immer? Ist durch Glauben. Alles, was Gott durch Jesus Christus schon gemacht hat, wie kommt es zu dir in deinen Händen und erlebst du das? Durch dein Glauben. Und wie setzt du das, diese Geduld frei in deinem Leben? Durch Glauben, nicht durch Gefühle. Weil ich sag dir, wenn du wartest, Geduld zu fühlen, da kannst du wirklich lange warten. Und mein Vorschlag ist, geh zu Ikea, kauf dir einen ganz bequemen Sofa und setz da, weil da wirst du lange warten, bis du ein Gefühl bekommst von Geduld. Nein, du musst sagen, nein, Geduld ist in mir. Gott hat mir Geduld schon geschenkt. Und durch Glauben werde ich diese Geduld freisetzen. Halleluja. Und was machst du? Nimmst du diesen Schritt, okay? Ich werde mich nicht da, stressen oder die Person durch den Fenster schmeißen. Nein, werde ich nicht machen, weil ich weiß, wer ich bin. Gott hat mir schon Geduld geschenkt. Die ist in mir und durch mein Glauben, ich treffe die Entscheidung, diese Geduld freizusetzen in meinem Leben. Und das mache ich jetzt im Namen Jesu. Und je mehr wir diese Schritte gehen, es wird immer einfacher.
bis es so einfach geht, dass du es gar nicht mal merkst. Das ist so. Aber normalerweise der erste Schritt ist der schwierigste, oder? Bis es dann automatisch fließt. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Und wie oft haben wir jemand ganz schnell ein X gemacht, ohne zu erlauben, dass die Geduld und die Liebe Gottes in uns für diese Person fließt. Haben wir gesagt, nee, mache ich nicht mit. Ha, wenn Gott das mit uns so gemacht hätte, Mann, da würden wir alle schon weg. Ich sage euch, wir würden alle schon in der Hölle sitzen. Und schon lange. Gott sei Dank hat er das nicht gemacht. Und könnt ihr sehen, wir sind nur im ersten Punkt, langmütig, Geduld. Könnt ihr wirklich sehen, wie geduldig, also wirklich, sei ganz ernst mit dir, wie geduldig Gott mit dir ist, wie geduldig Gott mit mir ist. Mann, wenn ich nur darüber denke, wie geduldig Gott mit mir in diesen ganzen Jahren gewesen ist, da sage ich, wow. Und ich denke, wow, ich bin nur eine Person. Jetzt, ich kann mir nicht 7 Billionen Personen vorstellen, mit denen Gott handeln muss jeden Tag. Und er ist so geduldig mit allem. Deshalb ist es eine große Eigenschaft Gottes, ist Geduld. Und diese Geduld ist in uns. Weil die Sache ist so, wenn Gott so geduldig mit dir ist und du es nicht mit anderen Leuten sein kannst, das ist wirklich unfair. Ist unfair. Dann sollte Gott auch nicht mit dir geduldig sein. Oder? Ist nicht fair. Ja, aber weißt du, verstehst du, was ich meine? Gott, weil es dreht sich hier um Leben und Tod. Gott hat uns alles durch seinen Sohn schon gegeben, weil er uns so sehr liebt. Und er arbeitet mit uns jeden Tag. Wir sind alle nicht perfekt. Und er zeigt uns seine Geduld jeden Tag, indem er bei uns immer bleibt. Auch wenn wir Unsinn machen, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn er ist wie ein guter Vater immer da, bereit, um uns immer die Hand zu geben, rauszuholen von dieser Situation und mit uns weiterzuarbeiten. Warum? Weil Gott will, dass wir ankommen. Gott will, dass du es schaffst. Deshalb hat er so eine große Geduld mit uns. Und das ist auch, was Gott will, dass wir auch mit anderen Leuten zeigen, diese selbe Geduld, die er mit uns auch hat. Diese Liebe, die er auch uns jeden Tag zeigt. Und Jesus hat es selber gesagt, liebt euch einander, so wie ich euch geliebt habe. Aber der Anfang, der erste Schritt, wie ich das immer sage, Jesus erleben. Und dann können wir ihn auch in seiner Liebe, in seiner Geduld, ihn vorleben. Je mehr du ihn erlebst in deinem Privatleben, je mehr du ihn erlebst in deinem Alltag, ihn vorzuleben, wird überhaupt keine Anstrengung sein. Wird total automatisch von dir fließen. Warum? Weil du diese Liebe und diese Geduld jeden Tag erlebst. Du kannst nicht was weitergeben, was du selber nicht erlebst. Kannst nicht. Und wenn du diese Geduld erlebst, kannst du die auch weitergeben. Wenn du diese Liebe von deinem himmlischen Vater erlebst, kannst du auch weitergeben. Versteht ihr, was ich meine? Und je mehr real das für dich ist, dann das wird so einfach für dich sein, das weiterzugeben.
Aber natürlich, wenn das für dich überhaupt nicht real ist, was wirst du vorleben? Überhaupt nicht. Das, er, ihm, überhaupt nicht. Und das ist genau, was wir wollen. Ihn erleben in unserem Leben mehr und mehr und mehr. Halleluja. Dass er der Herrscher wird in allem, was wir denken, alles, was wir sagen, alles, was wir tun. Er in erster Stelle steht, immer, immer, immer. Je mehr du ihn erlebst, je mehr, je größer hast du sein Vorbild in deinem Leben und je mehr wirst du auch ihn vorleben. Und das wird überhaupt keine Anstrengung sein. Amen. Halleluja. Und wir machen nächsten Sonntag weiter. Vater, wir danken dir. Oh, du bist so gut. Du bist so treu, du bist so wunderbar, Vater. Wir danken dir für deine Liebe, die du in unserem Herzen schon gegossen hast. Oh, wir danken dir, Vater, dass wir auch diese Liebe, die in uns ist, weitergeben können. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns führst und uns leitest, jeden Tag uns frische Offenbarung schenkst in diesem Bereich, das besser zu verstehen. Und danke, Herr, dass wir dich jeden Tag mehr erleben können und besser kennen können und mit dir wandeln und deine Gegenwart genießen. Oh, danke, Herr, weil es dreht sich nicht um uns, es dreht sich um dich. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Und wir danken dir, dass du so wunderbar bist. Wir danken dir, dass du so uns sehr geliebt hast und so eine große Geduld zu uns hast, ohne dass wir uns das verdienen oder verdient haben. Einfach, weil du uns liebst. Danke, Herr. Wir sind so dankbar. Halleluja. Danke, Vater. Und da, wo du bist, dank ihm einfach von ganzem Herzen. Und du weißt genau, was er alles schon für dich getan hat und die Liebe, die er für dir jeden Tag zeigt und diese Geduld und diese Barmherzigkeit. Dank ihm für das. Von ganzem Herzen. Danke, Vater. Du bist so wunderbar, Herr. Wir danken dir, Herr. Im Namen Jesu. Und wir sagen alle gemeinsam Amen. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja.